Hi Fans, schön, dass ihr da seid. Wir machen heute mal was bisschen anders. Wir machen heute ein Video über den Goldstirnsittich. Und ich habe mir so überlegt, dass ihr vielleicht nicht so viel Stress habt, wenn ich da vor den Käfig sitze und die ganze Zeit hier rumlaber und der dahin ganz aufgeregt ist und denkt, was erzählt der da überhaupt. Machen wir das getrennt. Wir schneiden euch die Schnittbilder rein und ich sitze hier und erzähle euch das. Ist das gut? Schreibt in die Kommentare, ob das so okay ist. Sonst machen wir das nächste Mal wieder anders. Ja, heute habe ich den Goldstirnsittich drauf. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da auch schon mal vertan. Eigentlich kennen wir diese Keilschwanzsittiche, diese ganzen Großsittiche, fast alle nur aus Australien, vielleicht noch aus Südostasien. Afrika sind ja meist nur kurzschwänzige Papageien, aber in Südamerika gibt es natürlich auch diese langschwänzigen Papageien. Wir kennen ja alle die Aras, da kommen die her. Da gibt es natürlich auch kleinere Vertreter, die eben auch diese Langschwänze haben. Und heute haben wir zum Beispiel den Goldstirnsittich, den ich persönlich, wenn ich es nicht wüsste, getippt hätte, der kommt aus Australien. Ist aber nicht so. Eigentlich ein total interessanter Vogel, kann man schön als Paar oder als Gruppe halten. So lebt er in der Natur auch. Während der Brutzeit werden die sowieso nur als Paar zusammen sein. Aber wenn nicht gebrütet wird, trifft man also Schwärme. Manchmal kleine Gruppen mit 5, 6 Tiere, manchmal aber auch Schwärme von bis zu 30 Tieren, die also durch die Gegend ziehen und die Gegend unsicher machen. So muss man das ja sagen. Das ist ja das Problem mit allen Sittichen. Die haben einen tollen Schnabel, die sind ja prima bewaffnet, um alles, was ihnen im Weg kommt, so ein bisschen klein zu häckseln. Ob sie da mal in so einer Plantage einfallen und machen also dann das ganze Getreide unten am Boden alle weg und warten, bis die Körner runterfallen oder die Ähren, besser gesagt, diese dann fressen. Das mögen die Landwirte natürlich nicht, aber eine Gruppe von 30 Stück, das kann aber auch jeder Acker vertragen. Das kann also nicht das Problem sein. Der brütet natürlich auch wie andere Sittiche in Baumhöhlen, gibt es aber nicht immer. Und der hat eine Eigenart, habe ich noch nie bei irgendeinem anderen Vogel gehört. Der geht in Termitenbauten. Die kennen wir ja, die sind teilweise mehrere Meter hoch, sind so große Klötze aus dem Sekret der Ameisen gebaut, was die so ranschleppen, kleine Steinchen, Sand, Lehm und. Dann verkleben die alle zu diesen betonharten Burgen, um sich selber zu schützen. Aber da gibt es natürlich Ein- und Ausgänge. Und der Goldstirnsittich, der gräbt sich da einfach mit seinem Superschnabel ein Loch ein und erklärt da zu seinem Nest und wohnt da mit den Termiten. Laut Mindestgutachten soll die Foliere ungefähr 2 Quadratmeter Grundfläche halten. Halte ich natürlich für viel zu klein. Also wir haben die jetzt hier in einer 2 Quadratmeter Foliere. Wir geben denen ja sogar mehr Platz in unserem Geschäft. In der Foliere, wo die gleich wieder eingesetzt werden nach dem Dreh, da haben sie auch viel mehr Platz. Und die Zeit von dem kleinen Papageien- oder Großsittichkäfig, die sind nicht vorbei, sondern so einen Käfig habe ich höchstens, um mal mit meinem Tier zum Tierarzt zu gehen, aber nicht, um ihn da drin zu halten. Aber die Foliere ist natürlich die richtige Unterkunft. Klar, in Zimmerhaltung ist manchmal nicht der Platz besser, aber dann sollten wir vielleicht auch die Tiere an Freiflug gewöhnen. Alle Stromkabel müssen natürlich weg sein. Wenn sie die durchbeißen, geht nicht nur das Licht am Fernseher aus, sondern vielleicht auch das Licht bei dem Vogel. Das wäre natürlich total ungünstig, wenn man sowieso ein bisschen zimperlich ist und keinen Kratzer an irgendwelchen Wohnungsgegenständen haben möchte, dann würde das auch nicht gehen. Außenfolienhaltung wäre natürlich möglich. Schöner wäre natürlich, das Kinderzimmer ist leer geworden, die Kinder sind außer Haus und ich nehme das ganze Kinderzimmer. Das kann ich sofort so einrichten. Da können die auch mal ein bisschen knabbern und mal was beschädigen. Das stört dann gar keinen. Als Mieter muss ich mir natürlich im Klaren sein, da muss ich nachher wieder renovieren, wenn ich ausziehe. Aber eine schöne Foliere. Ich persönlich würde die so in Folieren halten, um ein Pärchen zu haben. Sag mal 4 Meter lang, 2 Meter tief, 2, 2,5 Meter hoch. Das wäre so die ideale Größe unserem Pärchen oder eine kleine Gruppe zu halten, wenn nicht Brutzeit ist. Wie weit die sich in der Brutzeit vertragen, hat viel mehr mit dem Individuum zu tun. Es gibt tatsächlich einige, die in einer Foliere mehrere Paare halten und die sich vertragen. Ist aber nicht unbedingt die Regel, muss man total beobachten, denn es kann natürlich die Gefahr sein, dass es da eine ganz, ganz böse Beißerei gibt. Dann muss man die halt trennen, vielleicht dann auch nacheinander züchten, zweite Foliere. Und die, die am brutaktivsten sind, lasse ich brüten.
Nach der Brut nehme ich die raus und tue das andere Paar dann da rein. Ist natürlich ein böses Hin und Her, ist nicht schön für alle Beteiligten. Besser ist natürlich eine große Voliere, die halte ich zusammen oder ich halte dann nur ein Paar. Wenn wir jetzt schon mal beim Brüten sind, es ist natürlich nicht üblich, dass wir einen Termitenhaufen im Garten haben und die da züchten. Also normaler Holznistkasten tut das auch. In der Natur leben die bis 600 Meter Höhe, gehen also wirklich dann auch bis in die Wälder, gucken sich dann die Bäume aus, sind aber nicht unbedingt so wie die meisten Sittiche oben an Löcher in den Bäumen gebunden. Die brüten auch unten an der Baumwurzel, wenn da ein Loch drin ist. Das heißt also nicht, wie wir das so kennen, Standard, Nistkasten, die Höhe und fertig. Und vielleicht brüten sie da nicht. Stellt da mal einen Nistkasten auf der Erde. Manchmal hilft das auch. Die Jungvögel kann man anschließend noch eine ganze Weile bei den Eltern lassen. Die sind auch ein bisschen blasser und damit leicht von den Eltern zu unterscheiden. Bei den Elterntieren selbst ist das ein Problem. Die kann man eigentlich gar nicht unterscheiden. So fast alle Großsittiche kennen wir. Männchen ist viel farbenprächtiger, Weibchen so ein bisschen blass, wenn nicht sogar fahl. Und bei den Goldstirnsittichen sehen beide ungefähr gleich hübsch aus. Ich würde sie nicht unbedingt bei Frost draußen halten oder man macht einen Schutzraum dabei, dann ist das in Ordnung. Der Schutzraum sollte aber dann für ein Pärchen ein Quadratmeter ungefähr groß sein, damit die sich nicht so nah aufeinander sitzen, dass sie mal noch ein bisschen Luftraum dazwischen haben. Da ist es gar nicht so wichtig, dass der so warm ist, sondern es ist viel wichtiger, dass die vor Nässe, vor kalter Nässe geschützt werden. Was wir so November, so diesen ekligen Nieselregen haben, der dann so nasskalt ist und wir uns selber einpacken. Ja, die Vögel frieren dann genauso. Das heißt, die können sie nicht einpacken. Machen wir also alle vier Wände zu. Ein Einflugloch, ein Ausflugloch unten, das die dann machen, aber beide auf die gleiche Seite, damit natürlich kein Durchzug entsteht. Nasser Vogel, der Durchzug kriegt, ist eigentlich ein toter Vogel. Das wollen wir alle nicht. Wenn die sich dann aufheizen können und haben dann im Winter vielleicht in den Schutzraum eine ganz kleine Heizmöglichkeit, dass sie so eine Ecke haben, wo sie sich auch mal aufwärmen können, ist das ganz gut. Würde ich aber beobachten, da ist also so jeder Vogel ein bisschen anders. Ich habe das auch schon erlebt, dass also Vögel sich so richtig schön unter die Wärmelampe gesetzt haben, haben sich richtig aufgeheizt, sind dann vor Übermut, weil so viel Wärme war, dann nach draußen geflogen, um sich abzukühlen und setzen sich dann in diesen nasskalten Regen rein und holen sich eine Lungenentzündung. Also das mit der Heizung ist immer alles ganz vorsichtig zu genießen. Und es sollte also keine Heizung sein mit einer Stelle, wo die womöglich unter der Lampe 40 Grad kriegen, sondern wenn da irgendwo 15, 18 Grad Wärme strahlt, ist das auf alle Fälle in Ordnung. Viele Züchter tun also nur im Frühjahr die Nistkästen in der Volieren, um zu züchten. Bei ganz vielen australischen Sittichen ist das auch so, die gehen das ganze Jahr gar nicht da rein. Der Goldstirnsittich sieht das so ein bisschen anders. Der schläft gerne in einem Schlafkasten, den er dann wohl auch als Nistkasten benutzt. Dadurch, dass ich den Nistkasten ganzjährig drin habe, hat er auch schon gleich einen Wärmeschutz für die schlechtere Jahreszeit. Oder ihr werdet feststellen, bei diesem nasskalten Wetter geht er in den Nistkasten. Der hat vielleicht gar keinen Bock, in das Warmhaus zu gehen, sondern so wie wir, gucken aus dem Fenster, schlechtes Wetter, legen uns noch mal im Bett und warten die Sache ab. So macht er das auch. Haltungscheck, Goldstirnsittich. Dieser südamerikanische Vogel, der wird irgendwo zwischen 23 und 28. Bei uns gibt es ja auch größere und kleinere. Im Durchschnitt 26. Die Mindestkäfiggröße sollte 2 Quadratmeter sein. Ich würde ihn natürlich bei Dauerhaltung größer halten. Für einen Vogel, der immerhin knapp 30 Zentimeter wird und 15 bis 20 Jahre unser Lebenspartner zu Hause wird. Halte ich persönlich für ganz wichtig. Die Geschlechtsreife erreichen die Vögel ungefähr mit einem Jahr. Sie legen dann 3 bis 7 Eier. Im Allgemeinen wird eine, bei guten Bedingungen, werden 2 Bruten im Jahr gemacht. Die Brutzeit ist 23 Tage. Danach brauchen die Jungtiere ungefähr 50 Tage, um auszufliegen, werden aber dann je nachdem noch 1 bis 2 Wochen von den Eltern versorgt, bis sie dann ganz selbstständig sind. Dieses Versorgen ist natürlich ein gemischtes Futter. Für Großsittiche, Papageien gibt es auch Aufzuchtfutter. Das würde ich natürlich in der Zuchtzeit dafür geben. Ansonsten viele verschiedene Sämereien, Früchte, Insekten,
alles ist möglich. Klimazone tropische Südamerika, das heißt nicht im Schatten 40 Grad ungefähr. Die Tiere, die wir haben, werden schon seit vielen Jahren gezüchtet, haben sich längst an unser Klima angepasst. Papageien und Großsittiche sind grundsätzlich sehr anpassungsfähige Tiere, aber Temperaturen unter 10 Grad mögen sie halt nicht so. Dafür müssen wir Schutzmaßnahmen haben, ein Schutzhaus oder eben ein Schlafnistkasten, wo sie reingehen. Vielleicht kann man auch den Schlafnistkasten heizen. Da kann man ja mal einfach mal zweckentfremden. Bei den Hühnern, die wir draußen haben, gibt es damit die Vogeltränken im Winter nicht einfrieren, dass sie immer Wasser haben. Kleine Heizung, die man da drunter macht. Vielleicht macht er die unter dem Nistkasten im Winter nur, nicht im Sommer, die da drin kochen. Und dann ist da kuschelig warm. Und dann reicht das also auch schon aus. Als Dekoration mögen die gerne Gräser. Da müsst ihr aber von ausgehen, die ernten die auch regelmäßig. Da muss man auch schon mal welche reintun. Oder auch Büsche. Büsche werden gerne angefressen. Da gibt es aber heutzutage ganz preiswerte. Oder wenn ihr einen Garten habt, könnt ihr ein paar kleine Weiden anpflanzen. In den Topf rein, stellt die immer mal wieder rein. Und wenn sie die kahl fressen, wieder nach draußen austauschen gegen den nächsten. In ein paar Wochen haben die sich wieder erholt und kann man wieder dabei setzen. Haltung ist natürlich mindestens paarweise, geht aber auch in der dementsprechenden Voliere, dass man 6, 8, 10, 20 Stück zusammenhält, funktioniert im Allgemeinen auch. Wichtig nochmal, der Nistkasten ist nicht nur zum Eierlegen, sondern nehmt da was Stabiles, den nehmt ihr auch gerne als Schlafkasten für das ganze Jahr. Das war die Sendung nicht für das ganze Jahr, sondern die für heute. Nächste Tage bin ich wieder da. Wenn euch das gefallen hat, schreibt bitte in die Kommentare. Ich kann ja auch nur was machen, was euch gefällt. Aber ich weiß nur, ob euch das gefällt, wenn ihr mir das aufschreibt. Ihr schreibt das, wenn ihr mich bessern sollt, bemühe ich mich. Wir sehen uns nächste Tage. Tschüss.